Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es um ein Thema gehen, vor dem die meisten oder sogar fast alle Angst haben. Ja, das sieht mir nach einem faulen Zahn aus. Dann wollen wir mal. War natürlich der Gang zum Zahnarzt gemeint und damit bin ich auch schon bei meiner heutigen Buchrezension, die ich ja auch schon vor einigen Wochen angekündigt hatte. Und es geht um das Buch von David Williams, Zombie-Zahnarzt. Und ja, ich möchte euch ganz kurz etwas zum Inhalt erzählen, ein paar Fakten zum Buch und dann werde ich auch schon zu meiner Einschätzung kommen. Wieder einmal ein paar Worte zum Autor. David Williams ist in England sehr bekannt. Er schreibt Kinderbücher und ist auch mit diesen Kinderbüchern sehr erfolgreich in England. Er sitzt außerdem in der Jury von Britain's Got Talent und spielt auch in der Serie Little Britain mit. Also ist er zugleich auch Schauspieler. Und er schwimmt auch für einen guten Zweck. Da gab es ein Event, wo er 225 Kilometer an der Themse geschwommen ist und hat den Erlös einen guten Zweck, ich glaube, für ein Kinderheim gespendet. Und David Williams ist bekannt für seine Kinderbücher, hier wie gesagt Zombie-Zahnarzt. Seine Bücher haben den Weg nach Deutschland über den Rowohlt Rotfuchs Verlag gefunden. Dieses Buch ist eine Hardcover-Version mit Schutzumschlag. Wenn ich den Schutzumschlag ablöse, haben wir prinzipiell dasselbe Cover. Das Buch ist auch illustriert, hat tolle Illustrationen und ist erschienen 2017 in Hamburg erstmalig. Und ja, das Buch kostet, glaube ich, oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das kostet irgendwie knapp 15 Euro. Das ist für so ein Buch durchaus in Ordnung. Es zählt ungefähr 360 Seiten und ganz zum Schluss gibt es auch einen Ausblick auf ein weiteres Buch von David Williams mit einer Leseprobe und zusätzlich mit Illustration, und zwar für Propelleroper. Ja, kommen wir zu der eigentlichen Geschichte. Ja, in Zombie-Zahnarzt wird die Geschichte von den kleinen Elfie erzählt. Elfie ist ein kleiner Junge mit einem unglaublich großen Herzen, denn er lebt in sehr ärmlichen Verhältnissen zusammen mit seinem Vater. Seine Mutter ist schon früh verstorben und sein Vater ist an den Rollstuhl gebunden. Er hat immer sehr, sehr hart gearbeitet, dass es Elfie gut ging, allerdings in einer Kohlemine, und hat sich dabei leider bleibende Schäden geholt und hat jetzt eine völlig zerstörte Lunge. Und das ist schon sehr, sehr dramatisch. Elfie kümmert sich liebevoll um seinen Vater und besucht natürlich auch die Schule, in der er eine besondere Freundin auch findet, und die heißt Gabs. Und in der Schule beginnt eigentlich das ganze Mysterium, denn es stellt sich eine neue Schulzahnärztin vor,
die Miss Wurzel heißt. Und um diese Miss Wurzel geht es hier auch in dem Buch. Man sieht sie auch dort hinten. Und ja, es beginnt eigentlich alles damit, dass sich lauter seltsame Gerüchte drehen. Und dass nämlich Kinder zu dieser neuen Schulzahnärztin gehen. Und wenn ein Milchzahn gezogen wird, legen sie den natürlich unter das Kopfkissen in freudiger Erwartung, oder wenn ein Milchzahn einfach rausfällt, in freudiger Erwartung auf ein Geldstück, das sie von der Zahnfee bekommen. Stattdessen finden sie allerdings unter den Kissen tote Spinnen oder auch mehrere Würmer und eine tote Hasenpfote oder ähnliches Grausames. Und ja, Elfie und Gabs wollen diesem Mysterium auf den Grund gehen. Etwas vorab geht es in der Geschichte noch oder beginnt diese Geschichte damit, dass die Schulzahnärztin in der Schule vorgestellt wird, in der Aula, wo sich alle Kinder versammelt haben. Und die Schulzahnärztin hält dann eine ja sehr schleimige Rede. Sie möchte gerne, dass die Kinder sie Mami nennen und sie möchte dann, dass alle Kinder die Augen schließen und in der Zeit schließt Elfie nicht die Augen und hält sie so leicht geöffnet, um zu beobachten, was denn jetzt dort abgeht. Und dann sieht er halt, dass die Zahnärztin ganz unauffällig durch die Reihen huscht und sich die Zähne der Kinder anguckt. Und desto mehr Karies oder faule Zähne sie findet, desto begeisterter ist sie. Und als sie bei Elfie ankommt, schließt Elfie natürlich vor Angst ganz schnell die Augen. Und Elfie hat eben ein Problem, nämlich mit Zahnärzten. Er war seit Ewigkeiten nicht beim Zahnarzt, hat große Angst davor. Und in einem Prolog wird auch erklärt, warum. Nämlich Elfie war zuletzt beim Zahnarzt, wo er Grausames erlebt hat. Und hier werden wirklich alle Klischees, die man sich beim Zahnarzt nur vorstellen kann, zusammengewürfelt. Ja, und diese Klischees, da geht es natürlich darum, dass Elfie ein fauler Zahn gezogen werden soll und dieser Zahn will nicht raus und der Zahnarzt probiert es schon mit sämtlichen Zangen und stützt sich am Stuhl ab und rüttelt und zieht und dann holt er seine übergewichtige Sprechstundenhilfe rein, die mit einem Band an dem Zahn befestigt wird und aus dem Fenster springt und alles klappt nicht und nachher wird der Zahn durch eine Zange vom Zahnarzt zerbröselt und und. Also wirklich alle Klischeegeschichten, die man sich vorstellen kann. Ich empfehle auf jeden Fall das Buch nicht zu lesen, bevor man einen Zahnarzttermin hat. Oder gar wenn man Angstpatient ist. Das sollte man tunlichst unterlassen. Ja, ich bin ja täglich beruflich gesehen in der Zahnarztpraxis und ich habe es mit ganz, ganz vielen Angstpatienten zu tun und denen würde ich erst recht nicht den Kindern dieses Buch empfehlen. Ja, und wie gesagt, also es geht dann halt darum, dass Elfie auch nach vorne geholt wird in der Aula von der Zahnärztin und sie ihn ihre selbstgemachte Spezialzahnpasta gibt, die heißt dann Mamis Spezialzahnpasta natürlich. Und als er auf dem Nachhauseweg ist, schmeißt er diese in den Fluss und merkt, dass die alles durchätzt. Also das ist einfach nur eine Säure, die alles kaputt macht. Und ja, er geht halt zusammen mit Gabs, dieser mysteriösen Zahnärztin, auf den Grund und hat sogar selbst einen Termin, aber mehr möchte ich hierbei nicht verraten, außer dass hier eine Mischung aus einer Horrorgeschichte, aber auch einer Komödie, sage ich mal, miteinander verbunden wird, also eine Horrorkomödie, so kann man es, glaube ich, nennen. Und es ist ein tolles Kinderbuch, es hat Spaß gemacht, es zu lesen, auch wenn ich dazu sagen muss, dass es mich nicht vom Hocker gehauen hat. Als Zahnarzt selbst fand ich dieses Buch unglaublich grausam, ja, auch wenn es dann, wie gesagt, mich stark zum Schmunzeln gebracht hat, weil das absolut, absolut nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich hoffe, dass, wenn ihr es lest, dass ihr das immer im Hinterkopf behaltet, dass das absolut nichts mit der Realität beim Zahnarzt zu tun hat. Und ich hoffe einfach nur, dass dieses Buch nicht die Zahnarztangst noch zusätzlich schürt. Also nochmal die Empfehlung, wenn ihr es
Wenn ihr Angst vorm Zahnarzt habt, dann liest es einfach nicht. Ja, so viel eigentlich zu diesem Buch. Kann ich es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine tolle Kindergeschichte. Ich würde sie ab 10 bis 12 Jahren ungefähr empfehlen, auch wenn die Schrift und die Aufmachung des Buches mit den vielen Illustrationen durchaus wirkt, als könnten es Jüngere lesen. Aber es werden doch schon heftige Dinge hier erwähnt, die mit Tod, Sterben und Verätzung, Skeletten und so weiter mit grausamen Sachen einfach zu tun hat. Und deswegen würde ich das nicht früher empfehlen. Und das gibt es, glaube ich, sogar auch als Hörbuch. Das habe ich auch schon gesehen. Kann man sich bei Audible ziehen. Ja, und das war es eigentlich zu diesem Buch. Ich würde das Buch mit guten drei Sternen, vielleicht sogar 3,5 Sternen bewerten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, es hat nicht die Zahnarztangst geschürt. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr generell Angst habt, zum Zahnarzt zu gehen oder nicht. Ich denke, dass in der heutigen Zeit schon viel dafür getan wird, dass es doch alles angenehm wird. Sicherlich, das sage ich auch zu meinen Patienten, ein Gang zum Friseur ist immer angenehmer, aber trotzdem geben wir uns viel Mühe, dass es doch angenehm wird. Und ich habe bis jetzt auch noch keine wirklich negativen Resonanzen erhalten jetzt auf die Zahnmedizin von heute. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt tapfer und putzt euch immer gut die Zähne. Bis dann. Ciao.